Willkommen zurück auf meinem Kanal. Natascha hier für euch mit einer Wochendekoration in meinem Planer. Hier seht ihr meine aktuelle Woche 3. Ich habe ganz einfach angefangen, indem ich die Blätter aus meinem Planer genommen habe. Diese sind gepunktet und ich zeichne hier mit einer Mine von einem Gelstift. Teile ich erstmal die Seiten auf in drei gleich große Kästchen jeweils. Da seht ihr, habe ich jetzt noch eine Mittellinie gezogen, weil ich das Wochenende noch ein bisschen unterteile. Und nachdem ich das abgetrennt habe, setze ich für jeden Tag noch einen Extrakasten und zeichne an der Linie entlang mit etwas Abstand einen weiteren Kasten bzw. ein Rechteck in jeweils ein Feld. Ja, was soll ich sagen? Das wiederholt sich jetzt so lange, bis ich komplett alles fertig habe. Ich habe den Stift gebrochen und ich dachte mir, naja, die Mine tut es immer noch, also machen wir so lange weiter, bis die Tinte leer geht. Zum Wegschmeißen fand ich das jetzt zu schade und ich fand es jetzt auch doof, quasi neue Hülle dafür zu suchen. Und irgendwie hat das ja trotzdem funktioniert und geklappt, also denke ich mal, ist das kein Problem. Hier muss ich dazu sagen, ihr könnt jeden Stift verwenden, den ihr habt. Ihr müsst nur aufpassen, dass manche Stifte halt durchdrücken. Gerade Fineliner zum Beispiel oder schwarze, dunkle Farben, die könnten dann auf der anderen Seite noch weiter durchaus sichtiger sein als dieses hier. Ich habe hier so einen Türkiston gewählt, weil es einfach meine Lieblingsfarbe ist und jetzt zu den Monaten im Winter ganz gut passt. Ja, und hier wird auch Freihand gezeichnet, ohne Lineal. Wenn euch natürlich gerade Linien besser gefallen, könnt ihr auch Lineal zu Hilfe nehmen. Ihr könnt das Ganze auch mit sehr feinem Washi-Tape abtrennen, falls ihr das so in der Art auch nachbasteln wollt. Im Grunde sage ich ja immer, benutzt das, was ihr habt und kauft nicht extra irgendwas, weil irgendeiner was gesagt hat, weil man braucht nicht wirklich alles. So, und hier geht es schon weiter mit einer Schablone von Action in DIN A5. Ich habe hier Distress-Farbe in einem hellen Blauton ausgewählt und setze mir halt in der Mitte ein bisschen Muster und an den Kanten. Ich verteile die Farbe von außen nach innen und habe dann einen leichten Verlauf mit drin automatisch. Das heißt, die Farbe ist außen etwas dunkler und innen etwas auslaufender heller. Damit das ein bisschen so fürs Auge angenehm ist, habe ich die Ecken ausgewählt und in der Mitte so ein bisschen Wiederholung. Hier habe ich ein Nouveau Hybrid Stempelkissen, meine Stempelplatte von Nelly Snellen. Ja, jetzt geht es quasi los mit dem Stempeln. Da ich in der Mitte zuerst stempeln möchte, lege ich beide Blätter rein. Ich habe mich für ein Stempelset von Inka den Cadeau entschieden. Das ist eine winterliche Schneeflockenplatte, die ist schon was älter. Falls ihr das Thema Winter aufgreifen wollt, schaut, was ihr an Schneeflocken oder Stempeln in diesem Bereich habt. So, jetzt wird das Ganze noch wiederholt, damit ich nicht auf meine Moosgummiplatte, die da drin ist, stempel, lege ich mir gerne immer noch so einen Schmierzettel drunter und stempel dann einfach drüber. Das Ganze noch in der anderen, in der rechten Ecke wiederholen. Hier mache ich schon meinen Stempel sauber. Das ist ein bisschen Wasser, mein Feuchttuch und mein Mikrofasertuch. Hier wird auch gleich der Stempel weggeräumt, in die Platte, in die Hülle. Bisschen alles beiseite. Weiter geht's mit einem Action-Hintergrundstempel. Hier nehme ich eine etwas dunklere Stempelfarbe von Nouveau in einem dunklen Blauton. Und wie ihr seht, stempel ich mit dem Stempel direkt aufs Papier immer so ein bisschen hier und ein bisschen da. Damit habt ihr ein bisschen mehr Struktur und das sieht interessanter insgesamt aus. Hier wird auch wieder sauber gemacht. Weggelegt und weiter geht es. Das hier ist eine Box, die ich zum Besprühen verwende, damit nicht alles überall sich verteilt.
Das ist eine Sprühfarbe in Silber. Und da nehme ich einfach den Deckel raus, den schraube ich auf und verteile dann ein paar Sprenkler. Tue das Ganze an die Seite zum Trocknen. Und ja, jetzt können wir eigentlich schon mit den ganzen Stickern anfangen. Hier seht ihr, was ich dafür verwende. Stempelset von Action. Dann hier hab ich eins von Kreativ. Kreativ Zeitlos, glaube ich, war das. Genau. Kreativ Zeitlos ein Stempelset. Ihr braucht natürlich Stempelkissen und hier benutze ich auch am besten meine Stempelplatte oder Stempelhilfe. Da habe ich mich schon so dran gewöhnt. Und ich stempel hier auf Labelpapier in DIN A4. Ich habe mir mal so ein großes Set bei Amazon bestellt. Ich weiß, dass die Discounter das ab und zu auch bringen. Und zum Stempeln verwende ich in diesem Fall Archival Ink Farbe in Grau. Und zwar ist diese wasserfest. Ab und zu denke ich, ja gut, vielleicht koloriere ich damit, vielleicht auch nicht. Und dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da verläuft dann die Farbe hinterher nicht. Ich habe das Ganze hier 7-mal für jeden Wochentag wiederholt. Da sind im Grunde erstmal leere Boxen und so kleine Banner. Den ersten Banner habe ich nur einmal. Da kommt dann halt Woche 3 drauf gestempelt. Und hier auch, das ist natürlich vom Vorteil, wenn ihr so eine Stempelhilfe habt. Ihr braucht nur ein bisschen den Stempel verschieben und drauf losstempeln. Die Stempel räume ich nicht allzu weit weg, weil man weiß nie. Und in diesem Fall ist es wirklich so, dass ich gerade gleich mich verstemple. Mit einem schwarzen Stempelkissen stempel ich Woche. Und beim zweiten Versuch ist das leider misslungen und ich habe leider den Stempel quasi bewegt, beziehungsweise nicht den Stempel selbst, sondern das Labelpapier. Macht nichts. Das Ganze wiederholen wir noch ein zweites Mal. Und ich habe das auch mit Absicht drinne gelassen, weil das wird wahrscheinlich auch euch zwischendurch mal passieren. Manche Stempel wie diese hier sind aus Polymer und die kleben echt fies. Und ab und zu ist das so, dass ihr, wenn ihr anhebt, den Stempel quasi das Papier mit abzieht und eine kleine Verschiebung setzt, ja, ist der Stempelabdruck schon wirklich nicht sauber. Deswegen hier auch das Ganze das dritte Mal und ich muss sagen, Gott sei Dank, beim dritten Mal hat es geklappt. Ich glaube, sonst hätte ich wirklich schon durchdrehen müssen. Und ja. Ich muss sogar das Ganze dreimal wiederholen, damit das Ganze halt schwarz flächig ist und nicht, ja, dass da Lücken entstehen. Dann montiere ich den Stempel schon wieder ab und benutze von Kreativ Zeitlos eine 3. Das ist übrigens ein Stempelset von, ich glaube, zur Geburt eigentlich. Da sind nämlich so Sachen drauf wie Wochen alt, Monat alt, Monate alt, Jahre oder Jahr alt. Heute bin ich. Und dann gibt es auch Woche alt. Den habe ich auseinandergeschnitten, weil ich nur Woche verwenden wollte. Und da sind halt Zahlen mit drauf. Ja, von 0 bis 8. Wobei natürlich die 6 gedreht eine 0, 9 ergeben kann. Deswegen, ihr habt alles da. Hier habe ich eine Actionplatte. Auch da war das mit den Wochentagen so, dass das an sich ein großes Stempel. Also ein großer Stempel war und den habe ich komplett auseinandergeschnitten. Vorsicht natürlich mit der Schere zwischen den Wochentagen. Und auch hier ist die Stempelhilfe echt vom Vorteil, weil ihr könnt alle Wochentage auf einmal stempeln. Wieder mit einem Archival Ink in Schwarz. Da habe ich gemerkt, dass manche Stellen nicht ganz getroffen wurden. Nochmal eingefärbt. Und Gott sei Dank hatte ich bei dieser Menge von Stempeln mich nicht vertan. Es hat sich kein bisschen verschoben. Es hat saubere Abdrücke hinterlassen und damit kann ich quasi weitermachen. Der Vorteil von so einem Sticker ist, ihr könnt das halt hinterher ausschneiden und im Planer einkleben. Stempelt ihr direkt in den Planer auf eure Seite und ihr verstempelt euch. Das ist natürlich ärgerlich, das muss man dann wirklich überkleben. Damit das aber einheitlich ist, mache ich das lieber im Voraus. Hier zeige ich euch, wie ich das Ganze ausschneide.
Das Bild ist leider nicht im Fokus. Also ich nehme einfach eine Schere und schneide alles aus. Und um euch nicht zu langweilen, habe ich das dann hinter der Kamera alles ausgeschnitten. Habe mir noch zwei Stanzer geschnappt in zwei Größen, Schneeflocken. Habe die aus Glitzerpapier gestanzt. Ein bisschen Washi-Tape von Aldi Süd verwendet. Also ich habe mir zwei ausgesucht in Silber. Eins etwas, ja, so mittelbreit, würde ich sagen, und eins in dünn. Es ist einerseits jetzt meine Deko und andererseits fixiere ich jetzt meine beiden Blätter auf meiner Unterlage, damit das Ganze sich nicht verschiebt. Hier hinten zeige ich euch, dass ich noch Kleber zur Seite nehme, weil die Stanzteile sind ja wirklich nur aus Papier gestanzt. Die sind nicht selbstklebend, da muss man mit Kleber nachhelfen. Die Sticker selber oder die Label, Papiersticker sind selbstklebend. Das heißt, ihr müsst nur die Rückseite abziehen und könnt drauf loskleben. Hier ist noch eine zweite Schneeflocke, die habe ich mir jetzt in die Mitte geklebt. Und jetzt geht's los mit den ganzen Wochentagen. Damit das nicht so viel Platz wegnimmt, klebe ich sie teilweise auch noch übereinander. Also nehme ich den Banner erst, ziehe die Hintergrund. Folie ab, klebt das auf meinen Wochentag, da die Rückseite abziehen und dann verteilen, so wie ich denke, dass es mir gefällt. Hier zum Beispiel habe ich den Wochentag auf den Banner geklebt, damit es ein bisschen anders aussieht, aber trotzdem das Ganze irgendwie einheitlich. Leider habe ich keine Stempel mit deutschen Tagen. Also ich habe schon Set, aber die sind sehr groß und die passt dann halt nicht so schön im Planer. Ich möchte nicht meinen Wochentagkasten zu Viertel quasi nur mit diesem Wochentag ausfüllen. Man kann natürlich auch, wenn man eine schöne Handschrift hat, auch dann mit einem Stift das Ganze ausschreiben. Man kann natürlich auch direkt in den Planer gehen und das malen, wenn es einem gefällt. Hier habe ich gesehen, dass ich beim Aufkleben der Schneeflocke nicht genau den Kleber aufgeteilt habe. Und da ist mir eine Spitze von einer Schneeflocke abgebrochen. Die habe ich jetzt nachgeklebt. Alles, was übersteht an Washi-Tape, wird hier auch weggeschnitten. Das wollen wir alles nicht. Das Ganze ein bisschen noch mit der Schere andrücken. Jetzt habe ich mir was als Unterlage genommen, damit ich einen weicheren Untergrund habe und trage mit einem radierbaren Stift hier die Wochentage ein. Die Woche vom 17. bis 23.01. Ganz ein bisschen dicker ausgeschrieben. Jetzt noch die kleinen Schneeflocken verteilen, auch wieder aufkleben. Und da sind wir eigentlich schon so ziemlich fast fertig. Das war jetzt die letzte Schneeflocke. Und das war's. Das ist meine Wochendeko. Jetzt noch das Ganze in den Planer reinlegen und so sieht das dann fertig aus. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, schon bald ein neues Video euch zeigen zu können. Bis demnächst. Tschüss.